Je mächtiger der Gegner, desto besser. Je mehr Chance, je mehr Möglichkeit, die eigene Macht, die eigene Kraft zu demonstrieren. Ein schön eingerichtetes Zuhause. Kunst. Eine Skulptur. Ein starker Körper, ein wacher Geist, Schönheit, ein hübsches Gebäude. Das alles ist der Ausdruck von Kraft, von Macht. Und diese Kraft auszuüben, sich zu messen, ist ein Prinzip des Lebens, ist ein Spiel. Zwei Steinböcke, die ihre Köpfe aneinander stoßen, miteinander kämpfen. Sich messen, empfinden Lust dabei. Das Ausüben ihrer Kraft bereitet ihnen Lust. Denn es ist der Ausdruck ihrer selbst, der Lebensenergie, der überschüssigen Power. Deswegen lade ich dich dazu ein, jede Herausforderung willkommen zu heißen, als eine Chance für dich, deine eigene Kraft, deine eigene überschüssige Energie, deine eigene Genialität zum Ausdruck und zum Wachstum zu bringen. Und dich so voll und ganz zu erfahren. Das Leben und die Kraft selbst zu sein. Gottes rechte Hand. Deine eigene Kraft, die eigene überströmende Kraft zu genießen. Wann immer du in eine Debatte kommst, wann immer du herausgefordert wirst, entspann dich, entspann deinen Solarplexus und heiße deinen Gegner willkommen als eine Chance, eine Möglichkeit, dir Ausdruck zu verleihen, Gottes Kraft Ausdruck zu verleihen. Denn am Widerstand, an der Herausforderung wächst man. Sie ist der einzigste Weg. Sie ist ein grandioser Weg zum Wachstum. Ringe deine Gegner nieder. Und helf ihnen wieder hoch. Wer fordert, der fördert. Sei nicht mit allen um dich herum so zart, sondern auch mal hart. Das Maskuline
wächst am Rauen. Es wächst am Widerstand. Es wächst in einer kalten und schroffen Umgebung. Schau dir einen Schneeleoparden an. Wie er im zerklüfteten Gebirge bei extremer Kälte in der Kargheit des Gebirges zu einem unglaublichen Jäger geworden ist. Blitzschnell, tödlich und wunderschön. Genau wie ein Katana. Geschmiedet unter Hitze und Hammerschlägen. Oder ein Diamant, der aus Kohle und Druck über Jahrtausende geformt worden ist. Wie Nietzsche sagte, das Edelste ist auch das Härteste.